So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir haben in der letzten Folge die Hauptquest weitergemacht und müssen das Grab von Echnaton besuchen, was wir jetzt hier machen werden. Und haben auch die letzte Nebenaufgabe in Theben abgeschlossen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich war doch schon wieder irgendwas, was mir nicht gefällt. Grabmal von Echnaton. Ne, was haben wir denn hier? Proklamation des Echnaton. Im vierten Jahr meiner Regentschaft Aton, einzig wacher Gott, gewähre mir die Ehre, Ägypten ein für alle Mal zu vereinen. In meinen Händen halte ich die Macht, die Welt zu verändern. Ich übergebe mein Vermächtnis in die Hände meiner Königin, darauf vertrauen und wissen, dass sie es an meinen Sohn weitergeben wird, wenn er alt genug ist. Lea, ich muss den Staub von Amuns Statue woanders verstreuen. Ich brauche mehr Hinweise auf den Aton. Eine Hymne für Aton. Ich hüte die Stätte des Königs, meines Herrn, der Sonne des Himmels, an der ich bin. Und ich hörte die Worte des Boten des Königs, meines Herrn, und führe sie aus. Wer bin ich? Ein Hund. Was ist mein Haus? Was ist alles, das ich besitze auf Befehl des Königs, meines Herrn, der Sonne vom Himmel? Soll ich ihm nicht ohne Unterlass gehorchen? So ruhig. Bist du hochmütig, arrogant? Ein Lügner im Haus des Anubis? Hältst du dich etwa für einen Richter? Du entscheidest über Schicksale, wenn deins verdorben ist? Hä? Warte mal. So, jetzt verstehe ich das. Hey, Kamal. Du gehörst hier nicht her. Hier gibt es nichts. Warum muss ich denn... Hä? Warte mal. Warte mal, wir gehen nochmal kurz zurück. War gerade sinnlos, dass ich jetzt gegen die gekämpft habe? Jenseits erneut aufsuchen. Jetzt kannst du Bereiche des Jenseits anziehen, die du bereits besucht hast. Jede Pforte führt in ein anderes Jenseits. Um die Karte eines Jenseits zu öffnen, bewege den Cursor über das gewünschte und halte R gedrückt. Okay, ja. Ja, wir müssen... Achso. Nee, wir müssen hier. Ach so. Kann ich ja gleich wieder zurückgehen. Wo muss ich jetzt hier? Ach, das ist auch dorthin. Hä? Gut, dann gehen wir wieder zurück. Das ist natürlich jetzt... Ich dachte, wir müssen... War gerade ein bisschen... Hast du die Unschuldigen getötet? Die Schwachen? Hast du für dich selbst getötet? Hast du Rache geübt? Anubis Schatten entfesselt. Ein Anubis Schatten wurde in der Welt entfesselt. Hüte dich, denn er ist ein tödlicher Gegner und greift bald sofort an, wenn er ihn sieht. Das super. Hast du die Herzen Unschuldiger verängstigt? Ich? Nee. Zumindest bin ich mir keiner Schuld bewusst. Man muss sagen, das haben sie schon cool gemacht. Ich versprach, diese Gruft dem Amun zu weihen. Ich werde die Abbilder des Echnaton zerstören. Also haben sie sozusagen eher an ihre Pharaonen geglaubt und nicht an ihre Götter. Deswegen sind die alle so erzürnt. Das sieht ja schön aus. Welche des Aton? Oh Gott, nein. Oh nein. Die Zeremonie im Ackerland.
Jehuti glaubte, die Statuen enthielten Echnatons Geist. Das sieht schön aus. Vielleicht setzt ihre Zerstörung ihn frei. Die ganzen Fragezeichen. Aber es sieht schön aus. Also wenn das Jenseits so aussieht, dann kann ich mich daran gewöhnen. Die Strahlen des Aton. Sie weisen auf die Statuen des heretischen Pharao. Die falschen Götzen müssen zerstört werden. Aber warum? Ich verstehe das. Ich verstehe jetzt gerade das Problem nicht so ganz. Geburt eines Gottes. Amenphis, du, dessen Vision uns unseren Lebensweg gespendet hast. Du hast die Sonnenscheibe zwischen zwei Bergen gesehen, deine Kammer zwischen den Titanen und so konnte Amuns Reflexion aufsteigen. Sieht schön aus. Das sieht richtig toll aus. Einige noch diese weiße Wüste. Wäre cool, wenn wir vielleicht jemanden hier wiedersehen würden, den wir im Hauptspiel oder vielleicht sogar bei dem ersten DLC. Also, ne, zum Beispiel Tahira. Ne, sie ist ja leider gestorben. Wenn man sie hier wiedersehen würde. Oder Remu. Haus des heiligen Krokodils, ja. Was ist das? Sind das Apyen? Das ist ja cool. Und kommt wieder Bayek, ne? Und mischt wieder alles hier auf. Die Frage, wie komme ich denn jetzt hier runter? Nevermind. Du bist schön, gewaltig. Du bist hoch über jeden. Deine Strahlen, sie umfassen die Länder bis ans Ende deiner Schatten. Das habe ich schon getötet. Die Finsternis ist ein Grab. Die Erde liegt in Schweigen. Was haben wir hier? Tod bat Isis, sich nicht zu fürchten. Ich kam aus dem Himmel, um das Kind für seine Mutter zu heilen. Bei uns tat er das nicht. Schaut euch die vielen Fragezeichen an. Darf ich weinen? Darf ich bitte weinen? Wir haben ja, glaube ich, 3 oder 4 Jenseits vor uns. Ich glaube, so fühlt sich Valhalla an. Wenn man zu viel Valhalla gespielt hat, so. Okay, noch was zu erkunden. Oh, lol! Lol! Halt schon. Schon cool. Hey. Nee, ich bin eigentlich am Leben. Du bist am Ende.
Nee. Ich bin im Jenseits. Also schon am Ende irgendwo, ne? Ja. Das sieht so cool aus. Königlicher Palast. Muss hier runter. Ah, nee. Mhm. Geh runter. Na, geh hier hoch. Da komm ich nicht rein. Königliche Kaserne. Okay. Komm ich jetzt hier rein? Ah. Gut, ich weiß, wie ich hier reinkomme. So. Meine Liebste, meine Liebe ist einzigartig. Niemand kommt gegen sie an, denn sie ist die schönste Frau, die den Sand beschreitet. Im Vorbeigehen hat sie mein Herz gestohlen. Okay, das ist hier unten irgendwo. Und die Frage, wie komme ich dorthin? Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja. Ach hier. Ne, ekelhaft, ekelhaft. Sogar. Ah. Okay. So, dann, ups, machen wir die königlichen Kasernen als nächstes. Immer so viele Fragezeichen. Das ist jetzt wirklich ein kleines bisschen erschlagend. Das sieht so cool aus. Aber es sind wahrscheinlich alle, die Echaton angebetet haben, oder? Die dann hier in seinem Reich dann im Nachleben besuchen dürfen, oder? Ach komm, Bayek. Mit den ganzen Tagzeit. Kommen. Hey!
geht da weiter? So, warte. So. Du bist am Ende. Mi. Ja. Wäre auch schlimm, wenn du mich nicht sehen würdest, ne? Genau. Oh, Alter. Mann, Bayek. Okay. Neuen Kommandanten töten. Haben wir es so. Wo haben wir den Hauptmann? Ach, da. Echter Ton? Der Sarg? Sieht zumindest so aus. Oh. Warte mal. Hier, ich bräuchte... Okay, das war sehr knapp. Die Feluke. Ich bräuchte mal die Feluke, mein Freund. Hallo. Hallo. Hier braucht jemand Hilfe. Halt nicht. Ja, du ignorierst mich einfach. Unverschämt. Ach, 10 Jahre später. Ach, jetzt kommt er. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. So. Dafür, dass du bist so lange im Wasser. Oh, schon wieder Wasser gelassen hast. Nicht quatschen. Wache schieben. Das kommt davon. Das kommt davon. Wir müssen jetzt nicht mitbekommen, wenn sich ein Lebender hierher verirrt hat. Rein theoretisch. Gesehen. Dann ist er jetzt tot? Dann ist er einfach weg. Ah, sein Pech. Na komm.
Sieht halt schon schön aus, ne? Oh. Nur die Städte lesen. Die ist dort drin. Und wie komme ich da jetzt rein? Warte, tut mir ja die Kinder wirklich leid, ne? Ha! Ein neuer Horizont. Echnaton, er mit dem göttlichen Wissen, rief zu seiner großen königlichen Gemahlin Nofretete: Wir dürfen nicht länger stumm sein, wir werden die alten Mauern niederreißen und eine neue Stadt für den einzigen Gott errichten. Der wäre. Ich komme da gerade aktuell nicht so mit. Wie diese ganzen Verworrenheiten gerade sind. Dieses Ross wäre sogar des Hüters der Seelen würdig. Oh! Das ist ja. Hallöchen, warte mal, da müssen wir eigentlich. Warte mal. Oh. Ach ja, wer für eine Schärpe. Ach Mann. Ich bin einer von euch. Oh, wir kriegen ein Schild. Dubi dubi. So, da können wir hier weiter. Also kriegen wir nur diese Scherben bei den Skorpionen? So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Finde ich ein kleines bisschen doof. Weil ich glaube, so viele Skorpione haben wir hier nicht. Und wir haben erst 9 Scheiben und brauchen 20. Das sieht so cool aus. Da unten muss ich hin. Mal hier. Echnaton zu Ehren, der unter Aton regiert, dem einzig und wahren Gott. Also Aton, aber Aton. Aber Aton war doch. War das? Also, war das nicht? Ein. Oh, ein Gott? Ägypter? Hallo? So. Oh. Hä? Das heißt. Ah. Nein. Das wollte ich genau. Leid. Wie gesagt, er muss es eigentlich mitbekommen, wenn hier jemand seine ganzen Sachen zerstört. Oder nicht. Also ich wäre da schon ein bisschen salty, um ehrlich zu sein. So. Jetzt würde ich sagen, wir haben noch den Aussichtspunkt und dann denke ich mal, werden wir nächste Folge noch hier verbringen. Und natürlich die ganzen Symbole zerstören.
Nur mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber es ist wirklich cool. Es ist ein richtig cooles Pferd. Großer Tempel des Atan. Wer geht? Okay, das geht nicht. Hä? Du bist tot. Ich will nur den Aussichtspunkt erklimmen. Mehr ist es gar nicht. Da bin ich auch wieder weg. Also das ist eigentlich meine Intention nur. Danach bin ich weg vom Fenster. So. Wie gesagt, uns fehlen noch zwei. Dann bin ich mal gespannt, ob dann hier, ja, alles drumherum zerbricht. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die eine Götter der oder Credo. Diese Aufgaben. Und dann, ja, sind wir, denke ich mal, soweit fertig. Hoffe ich mal, denke ich mal. Und dann, ja, werden wir mal gucken, wie die ganze Sache hier weitergeht in der Welt von Aton. Oder wo auch immer wir uns gerade befinden. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.